Sie marschierten, sie tanzten. Sie arbeiteten und sangen. Sie ritten in die Schlacht und flogen zu den Sternen. Sie liebten und sie schlugen sich. Sie glaubten und zweifelten, blieben im Land oder gingen fort. Die Filmhelden der DDR, die Leinwandstars der DEFA. Noch nicht. Maske abtupfen. Maske. Kamera fertig. Klappe fertig. Abläuten. Polizei. Klappe. Wer in der DDR Filme drehen wollte, Kinofilme, der musste zur DEFA gehen. Zuallererst haben sie die Aufgabe, den jungen Mann zu einem vollwertigen Mitglied unserer sozialistischen Gesellschaft zu erziehen. Und das wird nicht, wenn sie mit ihm schlafen. Wir haben versucht, in einer Weise den Alltag einzufangen und für die Leute etwas zu machen, wo man sicher war, da haben die was von. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass nach diesem Film so ein richtiger Hunger bestand und auch eine Sehnsucht. Also wenn ich diese Filme alle im Westen gemacht hätte oder in Frankreich, wäre ich Millionär gewesen. Jeden Abend 2 Bier vorm Fernseher. Auf so einen leisen Tod scheiß ich! Nee, wir haben schon ein paar schöne Filme gemacht. Bei der DEFA. Mai 1946. In Potsdam-Babelsberg trifft sich die deutsche Filmprominenz. Die sowjetische Militäradministration erteilt der DEFA als erstem und einzigem Filmunternehmen der Ostzone die Lizenz für die Herstellung von Filmen aller Art. Gegen Krieg und Militarismus, so die russischen Kulturoffiziere, soll der neue deutsche Film gerichtet sein. Der erste DEFA-Film erfüllt diesen Auftrag vorbildlich. Die Mörder sind unter uns in der Regie von Wolfgang Staute. Eine Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit. Ein tief bewegender Appell gegen das Verdrängen und Verharmlosen der NS-Verbrechen. Wollen Sie etwas von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie? Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft? 36 Männer, 54 Frauen. 31 Kinder. Munitionsverbrauch 347 Schuss. Ja, was denn, Menschenskind? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden. Wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten. Mensch! Mensch! Meine Frau, meine Kinder, was haben denn die Kinder damit zu tun? Die Premiere in Berlin ist ein gesellschaftliches Großereignis. Umlagert Hildegard Knef, die in dem Film als junge Antifaschistin brilliert. Noch sehen Schauspieler und Regisseure aus ganz Deutschland die Chance, bei der DEFA anspruchsvolle Filme frei von politischer Einflussnahme zu realisieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine ganze Reihe von Regisseuren, die wunderbare Handwerker waren, die vor 45 schon gearbeitet hatten und die ihre Stoffe zur DEFA einbrachten und die auch handwerklich sehr gut machten. Die Filme, die in den ersten Jahren die DEFA-Studios verlassen, werden zu Klassikern des deutschen Films. So etwa Der Untertan nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann oder die Märchenfilme Das kalte Herz und Der kleine Muck. Die Verfilmung des Wilhelm-Hauff-Märchens wird die erfolgreichste DEFA-Produktion überhaupt. 11 Millionen Zuschauer in 60 Ländern, darunter auch in Frankreich. Jetzt setzt er sich auch noch hin! Im DEFA-Märchenfilm obsiegen die Kleinen über die Großen, werden blaublütige Despoten von Helden aus der Unterschicht bezwungen. Ich war ein kleines Mädchen. Ich bin in der Chausseestraße ins Kino Astra gegangen. Das war auf so einem Hinterhof, musste man durch den Hausflur durch. Und da habe ich dann gesehen, Der kleine Muck. Und nie werde ich vergessen, wie dieser eine böse Mann dann einen Schatz sucht und durch so einen Garten läuft. Und immer hier nichts, da nichts, hier nichts. Hier nicht, da nicht. Ja, auch nicht. Ich glaube, das haben wir alle irgendwo drin. Oder wenn wir russische Partisanenfilme gesehen haben, ist eine Kindheitserinnerung. Aber da haben wir, wenn dann die losgeritten sind, dann haben wir im Kino gerufen, die Guten, die Guten. Ist nicht mehr vorstellbar heute.
Mit der Gründung der DDR 1949 übernehmen Staat und Partei die Kontrolle über die ehemaligen Uferstudios in Potsdam-Babelsberg. Die ideologische Erziehung des Publikums hat nun oberste Priorität. Über 2000 Mitarbeiter, darunter 3 Dutzend Regisseure, sind bei der DEFA fest angestellt. Sie alle beziehen wie jeder ordentliche DDR-Bürger ein monatliches Gehalt, egal ob sie Filme machen oder nicht. Die DEFA war ein volkseigener Betrieb. Das heißt, der Staat war für die Finanzierung zuständig. Der Staat gab in jedem Jahr bis zum Ende der DDR ungefähr 30 Millionen DDR-Mark, die die DEFA erhielt. Und für diese 30 Millionen war die DEFA beauftragt, ungefähr 14 bis 16 Kinofilme zu drehen, also pro Film etwa 2 Millionen. Und dieses Geld war sicher, das war im Staatshaushalt verankert und es spielte letzten Endes keine Rolle oder keine große Rolle, ob dieses Geld jemals wieder eingespielt wurde. Wir waren materiell gesichert. Wir mussten überhaupt kein Mist drehen, der uns nicht passte. Ich konnte zu Hause rumsitzen und nichts machen. Wo gab's das sonst auf der Welt? Man wird bezahlt und muss nicht arbeiten. Die Kehrseite? Stoffe, die nicht das Gefallen der alles kontrollierenden Funktionäre finden, haben keine Chance. Anfang der 50er Jahre zieht die Partei die Daumenschrauben an. Auch der Film soll jetzt Waffe im Kampf der Systeme sein. Mit Werken wie Roman einer jungen Ehe bezieht die DEFA Position. Erzählt wird die Geschichte einer Liebe im geteilten Berlin. Sie bekennt sich zum sozialistischen Aufbau Ost, er erliegt den Verlockungen des reaktionären Westens. Ein Muster, das fortan immer wieder in den DEFA-Filmen auftaucht. Die Frau als politisch-moralischer Wegweiser, der Mann als wankelmütige Kreatur. Erst ihre Liebe beschert ihm die ideologische Erleuchtung. Höhepunkt der politischen Indienstnahme. Eine Eloge auf Stalin. Sag, wie soll man Stalin danken? Wir gaben dieser Straße seinen Namen. Die ersten Jahre waren ja sehr ideologisch bestimmt und sehr, so Ernst Thälmann, so in seiner Klasse mussten wir ja alle rein und so. Und wo man rein muss, das muss ich ja nicht erklären. Da ist ja das Interesse sofort schlagartig geringer, als wenn man irgendwas freiwillig anguckt. Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse und Ernst Thälmann, Führer seiner Klasse, ist ein zweiteiliges DEFA-Großprojekt über den von den Nazis ermordeten deutschen Kommunistenführer. Das Drehbuch hat SED-Generalsekretär Walter Ulbricht persönlich abgenommen. In der Hauptrolle Günther Simon, ehemaliges NSDAP-Mitglied und Fallschirmjäger in Hitlers Armee. Freunde, Genossen. 1954 feiert der Film in Anwesenheit der Staatsspitze Premiere. Präsident Wilhelm Pieck und SED-Chef Ulbricht sind gekommen. In dem Film an der Seite Thälmanns auch ein junger Franzose. Es ist Michel Piccoli, der hier einen wackeren Pariser Kommunisten spielt. Ich möchte alle Toten des Weltkrieges grüßen. Und ihnen sagen, dass wir unermüdlich kämpfen werden. Damit es zu keinem neuen Krieg mehr kommt. Wir könnten so gut wie Brüder leben. Piccoli bleibt nicht der einzige Franzose, der bis zum Mauerbau mit oder für die DEFA arbeitet. Auch Simon Signoret und Yves Montand kommen in die Babelsberger Studios. Simon Signoret wurde von Wolfgang Staudte eingeladen, bei der DEFA in einer Verfilmung von Brechts Mutter Courage und ihre Kinder zu spielen. Sie sollte die Feldhure Yvette spielen. Und der Film wurde abgebrochen auf Einspruch von Brecht, der nicht damit einverstanden war, wie Wolfgang Staudte diesen Film macht. Und kurze Zeit später kam Simon Signoret zur DEFA zurück und sagte, es gibt in Frankreich ein Theaterstück, das heißt Hexenjagd. Jean-Paul Sartre, Arthur Miller sind daran beteiligt. Und ich möchte gern, dass dieses Theaterstück verfilmt wird und wäre die DEFA bereit, da als Co-Produzent einzusteigen. Die DEFA ist bereit. Und so wird Die Hexen von Salem in den Babelsberger Studios gedreht.
In den Hauptrollen der deutsch-französischen Koproduktion Simone Signoret und Yves Montand. Simone Signoret hat hier gefilmt. Natürlich habe ich das mitbekommen, weil Simone Signoret genauso wie ich von unserer damaligen Kostümchefin Frau Opielka, die traumhafte Corsagen machte, die so toll waren, dass selbst die Signoret sich sowas anfertigen ließ im DEFA-Studio. Weil das war ja immer toll, ne? Die Kostümabteilung und das, was drumherum war, das war ja immer alles perfekt. 1956 realisiert Gérard Philippe in der DDR mit Unterstützung der DEFA einen Historienfilm. 700 Volkspolizisten und Bauern der Umgebung wirken als Fußvolk und Reiterei in dem deutsch-französischen Gemeinschaftsfilm Till Eulenspiegel mit. Philipp wird zum Idol der ostdeutschen Kinogängerinnen. Und dann geht die Schlacht nach Feierabend weiter. Der beliebte Schauspieler belagert und bestürmt von Autogrammjägern und Schlachtenbummlern. Das war eine Zeit, in der man die kommunistische Weltbewegung, wenn man so will, auch durch gemeinsame Filmprojekte stärken wollte. Doch auch die DEFA selbst hat ihre umschwärmten Stars. Unfall? Hilfe, Nitsch! Fahren Sie mal weiter, Wachtmeister. Ich hätte doch noch mit meinen Bekannten am Straßenrand sitzen dürfen. Mädchenschwarm Günther Haag 1957 in Vergesst mir meine Traudel nicht. Pfote weg, du! Günter Haag war ein, ja, so wie Gérald Philippe, glaube ich, in Frankreich, war das der Held der DEFA. Und der kam also mit einem Cabrio an. Also es gab damals irgendwo ein IFA-Cabrio, IFA F9 hieß der, glaube ich, Cabrio. Hatte immer schicke Frauen da, war oft betrunken, hatte die Fenster offen, laute Musik und wunderbar. Der weibliche Star des von Kurt Metzig inszenierten Films ist Eva Maria Hagen. Sie gibt das naiv verführerische Waisenmädchen Traudel. Unterwäsche brauche ich auch. Aber heute Morgen hatten Sie doch noch Unterwäsche. Das Bild rundet sich. Ich war ja neugierig und kess und sensibel. Spüre, was gut ist und was nicht. Und Metzig hat sich eben auch für mein Talent interessiert und für meine Person oder Figur. Kurt Metzig, der bereits die Thälmann-Filme für die DEFA drehte, ist einer der produktivsten Regisseure jener Jahre. Und er ist ständig auf der Suche nach neuen, jungen Schauspielerinnen für die DEFA-Studios. Selbst im Urlaub an der Ostsee gönnt sich Metzig keine Pause. Casting am FKK-Strand. Da kam eben eines Tages ein Herr mit zwei Windspielen rechts und links an den Leinen auf uns zu. Und die Schauspieler kannten den natürlich, den berühmten Professor Dr. Metzig. Ich nicht. Und dann ist das furchtbar passiert, dass die freundlicherweise mich splitternackt Herrn Metzig vorgestellt haben. Der war angezogen, ja. Das war so schrecklich. Ja, und ich war damals 16 Jahre. Aber na gut, und er hat mich gefragt, ob ich Probeaufnahmen machen will. Da habe ich gesagt, jo. Gleich die erste DEFA-Hauptrolle wird für Christel Bodenstein zum großen Erfolg. Zu unserem Bären. In dem Märchenfilm Das singende, klingende Bäumchen spielt sie 1957 die Prinzessin Tausendschön. Wäschekörbe von Autogrammbriefen. Ich weiß gar nicht, ich wollte meine Mutter anstellen, die sollte meine Handschrift üben, die hat es aber nicht geschafft. Es sind ja wirklich jetzt inzwischen 58, 59 Jahre, seit der Film läuft. Und die Leute sprechen mich nach wie vor immer noch an und fragen, wann kommt er denn jetzt, kommt er denn zu Weihnachten wieder? Und es ist wirklich wahnsinnig. Ich meine, ich hatte damit wirklich ein Problem, weil ich habe ja wirklich sehr viele Filme gedreht und sehr schöne Rollen gespielt. Und danach haben die Leute immer gesagt, aber das Bäumchen.
Neben Christel Bodenstein und Eva-Maria Hagen sind Angelika Domröse und Anne-Kathrin Bürger die weiblichen Stars der DEFA. Offiziell werden sie in der DDR Filmsterne genannt. Tatsächlich ist es so, dass in diesen frühen 60er Jahren dann eine Art Masterplan für DEFA-Stars entwickelt wurde. Das heißt, man versuchte, möglichst in jedem Jahr ein oder zwei Filme mit bestimmten Schauspielerinnen und Schauspielern anzuregen. Man hatte dann auch irgendwann begriffen, dass wenn man die Filme verkaufen will, auch sich mal ein bisschen um die Schauspieler kümmern muss. Das war zwar weit weg von dem Star-Rummel, der im westlichen Ausland gemacht wurde, aber ein bisschen war es schon nicht schlecht. Ne? Zlatan Dudow sorgte in den 20er Jahren als politisch engagierter Filmemacher für Furore. Jetzt inszeniert der Bulgare für die DEFA einen knallbunten Liebesfilm. In den Hauptrollen Anne-Kathrin Bürger und die damals erst 17-jährige Angelika Domröse. Wie alt sind Sie eigentlich? 18. Haben Sie einen Freund? Oh, viele, aber nur so. Ernsthaft ist nur einer, der Eddie. Toller Kerl. Was ist er von Beruf? Maurer. Groß und kräftig. Den müssen Sie mal malen. Und gutmütig wie ein Bär. Nur darf man ihm nicht zu nahe kommen. Dann gibt es gleich Rabatt. Und eifersüchtig ist er. Eifersüchtig. Sowas gibt es nicht noch einmal. Ich mag auch keine Eifersucht. Erzählt wird die Geschichte zweier junger Paare aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Man wechselt die Partner und kehrt am Ende doch wieder zu den alten Verhältnissen zurück. Das widerspricht der von Walter Ulbricht diktierten Parteilinie, die eine Überwindung bürgerlicher Standesschranken fordert. So war es wahrscheinlich auch der Wunsch von Ulbricht, der sehr gegen den Film polemisierte. Und noch etwas stößt dem SED-Chef auf. Verwirrung der Liebe ist der erste DEFA-Film, der seine Heldinnen völlig hüllenlos zeigt. Ja, das wollte Dudow. Ich sah bloß von hinten diesmal. Aber das fand ich ja, das hat er absichtlich auch gemacht, weil er auch gegen eine gewisse Art von Prüderie war. Im August 1961 riegelt die DDR ihre Westgrenze ab. In Berlin wird die Mauer gebaut und bei der DEFA hat man ein Problem. Gerade erst wurde in den Babelsberger Studios ein neuer Märchenfilm gedreht. Darin schirmt eine riesige Mauer das Reich eines skrupellosen Despoten ab. Auf einmal sehen die Zensoren in der Filmkulisse eine politische Provokation. Soldat, was ist das für eine Stadt dahinter? Und warum ist da so eine Mauer? Das ist die Mauer, die quer durchgeht. Dahinter liegt die Stadt. Und das Glück geht jetzt. Und wer wohnt da drin? Erstens er. Wir meinen, wem gehört das alles? Ja. Ihm. Ah. Geht weg. Der Film, der das Märchen des Kaisers neue Kleider adaptiert, wird noch vor seiner Premiere verboten. Zu sehr ähnelt der nackte Märchenkaiser den Mächtigen im eigenen Land. Außenminister, wie viele haben gelacht von der Bevölkerung? Antworten Sie. Prozent. Ich tippe auf 80%. Ich werde Ihnen sagen, was ich machen werde. 80% der Bevölkerung werden ausgewiesen! Der Mauerbau ist für viele DEFA-Stars ein Schock. Das Einkaufen und Ausgehen in West-Berlin, dem Schaufenster der freien Welt, war für sie bislang ebenso selbstverständlich wie der Kinobesuch am Bahnhof Zoo. Wir waren gerade beim Drehen. Bergfest war das, glaube ich. Ja. Und da erfuhren wir das, dass eben eine Mauer gezogen wurde und wir nicht mehr rüber können. Und da hat sich das ganze Team betrunken. Natürlich konnte ich dann nicht mehr wie früher chinesisch essen gehen, Geld umtauschen oder bei Horn ein schickes Kleid kaufen für die nächste Premiere und so weiter. Das war schon sehr schade. Nicht wenige Künstler und Intellektuelle sehen die Mauer aber auch als Chance.
Die Grenze, so hoffen sie, würde die Abwanderung stoppen und endlich die Möglichkeit bieten, ungestört eine neue, humane Gesellschaft aufzubauen. Nachdem die Grenze zu war, hatten alle das Gefühl, dass sie jetzt vielleicht so richtig loslegen können. Ganz merkwürdigerweise. Sie hatten nicht das Gefühl, oh Gott, ich bin eingesperrt, jetzt kann ich aber gar nicht mehr. Sondern sie hatten das Gefühl, vielleicht ist es ein Aufbruch. Und so versuchen nicht wenige Filmemacher, dem Publikum Mauer und Stacheldraht als politische Notwendigkeit zu verkaufen. 1962 hält Manfred Krug als Grenzschützer mit viel Charme eine junge DDR-Bürgerin von der Flucht in den Westen ab. Na, Fräulein, wollen Sie rüber? Ja. Wohnen Sie drüben? Leider nein. Ja. Seien Sie lieb und gehen ein bisschen spazieren bei dem schönen Wetter. Es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht in 10 Minuten begreifen. Muss man eine Nacht drüber schlafen. Sie haben es aber offenbar in 10 Minuten begriffen, hm? Ja. Ich habe mich auch früher schon ein bisschen damit befasst. Womit? Mit dem Begreifen. In Der Kinnhaken spielt Manfred Krug die Hauptrolle und schreibt am Drehbuch mit. Ja, was soll ich Ihnen erzählen? Der Film ist aktuell. Er ist wohl auch ein bisschen spannend. Ja, gucken Sie ihn sich an. Wissen Sie, ich bin Schauspieler, ich bin Arrangement gewohnt, vorgeschriebene Texte. Ich fange immer an zu stottern, wenn ich für die Wochen schaue. Ja. Wiedersehen. Krug war mein Lieblingsschauspieler, eigentlich von Anfang an, weil ich dem immer so alles geglaubt habe. Und der hat mit seiner Darstellung bei mir so einen Punkt getroffen, der mich total erheitert hat, ja. Und zwar auf eine nicht billige Weise. Ich mochte die Art, wie er spricht. Ich mochte seine Massivität und dann, wie er sich so anschmiegsam machen konnte. Ja, und wenn er einem so seine Hand aufs Gesicht legte, um einen zu streicheln, war man nicht mehr zu sehen. Das war immer sein größter Spaß. Er war ein guter Kollege, ein lieber Kollege. Auch wenn er manchmal einen schlechten Ruf hatte. Er sagte vorher, pass auf, vor Drehbeginn, ich mach dir 10 Angebote. 9 davon sind scheiße, du musst den richtigen auswählen. Und so haben wir es dann auch gehalten. Im Gegensatz zu anderen Regisseuren, die mit ihm überhaupt nicht zurechtgekommen sind, oder eher mit denen, ja, bin ich mit ihm prächtig ausgekommen. Wer kann mir jetzt danken? Dankeschön. Fantasielos. Krug, der heute nicht mehr über seine alten Filme reden möchte, ist einer der großen Defa-Stars der 60er und 70er Jahre. Allein sein Name genügt, um das Publikum in Scharen in die Kinos zu ziehen. Und Krug kennt seinen Wert. Du riechst nach Held. Nach Held? Mhm. Tagesgagen, die bewegten sich zum Teil von einigen Schauspielern schon in beträchtlichen Höhen. Für DDR-Verhältnisse eine Tagesgage von 3.000 Mark war schon nicht so schlecht. Anfänger kriegten viel weniger und das glätterte mit dem Beliebtheitsgrad. Und Schauspieler wie Manfred Krug werden dann in den späten 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre schon eine sehr, sehr schöne Tagesgage bei der DEFA gehabt haben. War sowieso so, die Männer hatten sowieso immer höhere Gagen als die Frauen, auch eher in diesem Lande. Naja, auch da, so sehr man sich auch beschwerte. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann mal kurz vor Ende, also auf 750 kam. Das war ja dann schon, also da hatte ich aber schon mindestens 13 Hauptrollen gespielt, also Hauptrollen. Ne? Das Monatseinkommen eines Arbeiters liegt Mitte der 60er Jahre bei gerade mal 600 Ostmark. Die SED will die DDR modernisieren, weiß, dass das rohstoffarme Land mit dem Westen nur Schritt halten kann, wenn es auf technischen Fortschritt und Spitzenforschung setzt. Dafür braucht man die Intelligenz und die Jugend. Auch bei der DEFA kommt nun eine neue Generation zum Zug. Konrad Wolf verfilmt 1964 Christa Wolfs Roman Der geteilte Himmel. Wieder wird der Ost-West-Konflikt über eine Paarbeziehung erzählt. Nur diesmal nicht als blatte Schurkenstück, sondern als künstlerisch kühne und ehrliche Auseinandersetzung mit der deutschen Teilung. Früher suchten sich die Liebespaare
vor der Trennung einen Stern, an dem sich abends ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel wenigstens können Sie uns nicht zerteilen. Doch, der Himmel teilt sich zuallererst. Die neuen DEFA-Filme wollen die DDR-Wirklichkeit ungeschönt zeigen. Auch die Widersprüche, die zwischen den Parolen der Partei und dem tatsächlichen Leben der Ostdeutschen klaffen. Das wird vom Publikum honoriert. Man beginnt, über den DEFA-Film zu diskutieren, öffentlich und im privaten Kreis. Das war ja mein Land, über das berichtet wurden. Und ich konnte mich über einen schlechten DEFA-Film viel mehr ärgern als über einen schlechten, ja, französischen oder serbokroatischen oder das ging mir nicht so nah. Das konnte ich ja auch gar nicht so beurteilen. Aber was die DEFA-Filme gezeigt haben, da habe ich mir ein Urteil zugetraut. Ist es, was dort erzählt wird, von Belang? Ja? Ist es in einem tieferen Sinne wahr? Bedeutet es etwas für unser aller Leben? Trägt es zu einem gewissen Konsens bei? Oder macht es aufmerksam auf eine Sache, über die wir noch nie gesprochen haben? Daraufhin habe ich die DEFA-Filme angesehen. Mir gefielen einfach diese Rollen, die im Heute, im Jetzt spielen, natürlich viel mehr. Weil das einfach spannender war, was zwischen den Zeilen zu erzählen. Das war mir immer viel wichtiger, dass die Leute, die in dem Land mit dir zusammen in deinem Alter gelebt haben, ins Kino gehen und spüren, was dazwischen gemeint ist. Seit 1961 ist Hermann Tschoche Regisseur bei der DEFA. Auch er fühlt sich nun ermutigt, die DDR mit kritischem Auge zu sehen. Es hieß der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Und da dachten wir, das machen wir doch jetzt mal. Ja, offenbar habt ihr auch zu uns, wir werden einer Jung vertrauen. Also machen wir jetzt mal einen Film über die, und jetzt kommt's, über die, so wie wir, Demokratie verstanden. Also was ist denn nun Ihre Meinung? Ich meine, man macht doch immer das, was von einem verlangt wird. Nun machen Sie aber mal einen Punkt. Hermann Tschoche und sein Autor Ulrich Plenzdorf drehen einen Film über den DDR-Schulalltag. Darin lassen sie ihre Heldin Carla gegen die Verlogenheit und ideologische Borniertheit des Systems anrennen. Darauf muss ich wohl antworten. Die junge Lehrerin, gespielt von Jutta Hoffmann, scheitert. Ich habe mich am Anfang bemüht, in Ihnen die Lust und den Mut und das Bedürfnis zu einer eigenen Meinung zu wecken. Und sie in der Reihe nach wieder genommen. Zuerst die Lust, indem ich schwierigen Problemen aus dem Weg gegangen bin. Dann den Mut, indem ich das bloße Nachbeten von Thesen belohnte. Und zum Schluss das Bedürfnis nach einer eigenen Meinung, indem ich sie mit Lehrstoff gemästet habe. Das war nicht subversiv gemeint. Wir waren aus auf eine andere DDR, auf eine demokratische Raum. Ist so abstrakt zu sagen. Die DEFA-Regisseure waren ja eigentlich auch angetreten, um die Welt zu verbessern. Sie wollten mit ihren Filmen dazu beitragen, dass die Gesellschaft, die sie umgibt, besser, anständiger, moralischer, klüger und was auch immer wird. Und man hat dann ernsthaftere Filme gedreht, um diese Bekehrung, um diese Besserung, um diese Erziehung des Publikums auch ein bisschen durch den Film zu gewährleisten. Aber auch künstlerisch will die junge DEFA-Generation neue Wege gehen. Verrückter Platz. Irgendwie klassisch. Ich höre mal klassisch. Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher bricht mit der bis dahin bei der DEFA gängigen Erzählstruktur. Ästhetisch folgt er den Filmen der Nouvelle Vague. Karge Schwarz-Weiß-Einstellungen zeigen die Tristesse Ost-Berlins. Auch 20 Jahre nach dem Krieg ist die Stadt noch immer schwer gezeichnet. Und man sieht eine Jugend, die ihr Glück nicht in den engen, von Staat und Partei gezogenen Bahnen finden will. Das war unglaublich. Also rumgammelnde Jugendliche, die nicht
wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und eine Ehe, die nicht funktioniert. So ein Film? Schwarz-weiß und so einfach so? Rolf Römer, Anne-Kathrin Bürgers Ehemann, spielt in Jahrgang 45 einen mit sich und der Welt hadernden Helden. Den Vergleich mit westlichen Stars wie Jean-Paul Belmondo muss er nicht scheuen. Für ihn war das eine tolle Geschichte und er, das wirklich, er, also im Grunde hätte er auch international also, ein Star werden können. Und das war ihm ja nun verwehrt in dem Schnitt, Film weg. 1965 vollzieht die SED eine jähe kulturpolitische Wende. Böttchers Jahrgang 45 und Hermann Tschoches Carla werden verboten. Das war die schlimmste Situation, die ich bei der DEFA überhaupt erlebt habe. Ja? Weil das war Herzblut. Auch Frank Beyers Spur der Steine und Das Kaninchen bin ich vom Altregisseur Metzig gehören zu Filmen, die nun der Zensur zum Opfer fallen. Nach der Wende haben wir ja in der Akademie der Künste dann, gab es dann so eine Reihe, wo die ganzen verbotenen Filme gezeigt wurden. Ja. Naja, also das war erst demoralisierend. Weil man sich immer fragte, was soll denn da nun jetzt? Was war denn da nun dran schlimm? Das fand ich wirklich grauslich. Grauslich, die Erfahrung, dass ich an den Filmen nichts finden konnte, was irgendeinen Hauch von Rechtfertigung für so eine idiotische Entscheidung geliefert hätte. Nichts. Kritik an den Verhältnissen wird von der Partei nun wieder als konterrevolutionär diffamiert. Künstlerische Experimente als westlich dekadent gebrandmarkt. Die Folgen für die DEFA sind verheerend. Fast die gesamte Spielfilmproduktion eines Jahres kommt unter Verschluss. Die kreativsten Köpfe des Studios werden ins berufliche Abseits gedrängt oder müssen Selbstkritik üben. Ich war ganz traurig und beschämt, dass Professor Metzig, also mein Entdecker, da vorne stand in diesem Riesenraum, wo wir alle saßen und sich entschuldigte für seinen Film Kaninchen bin ich. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, warum der sich entschuldigt. Er hat ihn doch gemacht. Er muss doch dahinter stehen. Es dauert Jahre, bis sich der DEFA-Film von diesem Schlag erholt. In der Zwischenzeit entdeckt der ostdeutsche Filmmonopolist ein ganz neues Genre, den Western. Nur heißt der im Osten Indianerfilm, steht die DDR doch fest an der Seite der unterdrückten Ureinwohner. Die tapferste DEFA-Rothaut ist Serbe und heißt Gojko Mitic. 1966 kommt der ehemalige Sportlehrer in die DDR und bleibt die nächsten zwei Jahrzehnte ihr Chef-Indianer. Ein unerschrockener Kämpfer gegen den menschen- und büffelverachtenden US-Imperialismus. Sie morden unsere Büffel und geben sie den Geiern zum Fraß. Wir sollen verhungern. Wenn die weißen Diebe glauben, dass wir ihrem feigen Büffelmord zusehen, irren sie. Hört ihr das Feuerross? Es bringt neue Diebe und Mörder. Wir werden ihnen zeigen, was es heißt, uns herauszufordern. Zuständig für Wildwest, Made in GDR, ist die DEFA-Gruppe Roter Kreis. Roter Kreis, die machten zum Beispiel die Indianerfilme dann, an die am Anfang kein guter Regisseur ran wollte. Kein Egon Günther wollte einen Indianerfilm machen, kein Frank Beyer. Dann holte man sich jemanden aus der Tschechoslowakei, der machte dann den ersten Indianerfilm. Also, man wollte schon was, hat es nicht immer erreicht oder nicht oft erreicht. Aber gelegentlich war der Wunsch schon da, an das Weltniveau auch im Genrefilm anzuschließen. Es gibt bei der DEFA aber Regisseure, die sich nicht auf seichte Stoffe einlassen wollen, für die der Film Aufklärungsinstrument bleibt. Konrad Wolf gehört dazu. Als Sohn eines kommunistischen Exilanten in Moskau aufgewachsen, verfilmt er 1968 seine Kriegserlebnisse. Ich war 19 ist Wolfs Geschichte, der als Rotarmist 1945 in seine Heimat zurückkehrt.
Achtung, deutsche Soldaten. Ein armer Junge, der da blass ist und eigentlich die Hosen voll hat und also eigentlich dafür, dass was um ihn passiert oder mit ihm passiert, eigentlich viel zu jung ist und eigentlich gar nicht alles kann, sondern eben nur reingeschubst wird in Situationen, durch die er da durch muss. Ohne Heroismus und ohne Vorbildfunktion. Das war schon anders. Dann, wie die Russen sich benahmen, dass sie also tanzten und dass sie sangen und soffen. Und das war alles neu. Das war alles in der DEFA gab es das alles nicht. Sondern sie waren heroisch. Sie waren, rissen sich die Brust auf und sagten, schieß, du Faschist. Aber ich glaube, ein anderer als Konrad Wolf hätte diesen Film nicht machen können. Wolf ist Präsident der Akademie der Künste der DDR und verfügt über beste Kontakte zur SED-Führung. Bei der Premiere seines Films ist auch Erich Honecker anwesend. Anfang der 70er Jahre übernimmt Honecker die SED-Führung. Und wieder erlebt die DDR eine Tauwetterperiode. Jeans und lange Haare sind nicht mehr länger Ausdruck staatsfeindlicher Gesinnung. Die Zulassung der Pille und die Legalisierung von Schwangerschaftsunterbrechungen bringen eine neue Dynamik, auch in das ostdeutsche Liebesleben. Davon profitieren vor allem die Frauen. Deren wachsendes Selbstbewusstsein wird jetzt zum bevorzugten Thema des DEFA-Films. Egon Günther erzählt 1972 in Der Dritte die Geschichte einer jungen, alleinerziehenden Mathematikerin. Trotz zweier gescheiterter Beziehungen geht sie beherzt auf die Suche nach einer neuen, dritten Liebe. In der Hauptrolle Jutta Hoffmann. Wir haben alle Rechte. Aber einfach hingehen und sagen, dich brauche ich, dich will ich haben. Dieses Recht ist für uns noch nicht erobert. Naja, wer soll's uns auch erobern, wenn nicht wir? Emanzipiert aber keinen Mann. Diesmal ist es nicht die Partei, die interveniert, sondern der SED-nahe Frauenbund. Um ein Gutachten gebeten, empört sich dessen Führung über die Zärtlichkeit, mit der hier die Heldin des Films ihrer besten Freundin begegnet. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands, DFD, der für die politische Arbeit mit den Frauen in der DDR zuständig war, fand, dass man eine Frauenfigur so nicht darstellen könne. Hat da heftige Einsprüche erhoben. Das ist dann aber irgendwie noch glimpflich abgegangen und der Film ist gelaufen. Ein Jahr später kommt Heiner Karus, die Legende von Paul und Paula, in die Kinos. Und wieder geht es um eine alleinerziehende Mutter, die nach der wahren Liebe sucht. In der Hauptrolle Angelika Domröse. Ist was? Nee. Guten Morgen. Guten Morgen. Zwei. Mich hat sofort die Paula gepackt, die so eine kräftige, vitale Figur ist, wie ganz selten Drehbücher haben, solche Figuren doch, seltener als Theaterstücke. Und ich hatte sofort das Gefühl, die Rolle musst du spielen. Der Film über die große, tragische Liebe zwischen der jungen Verkäuferin Paula und dem braven Angestellten Paul, gespielt von Winfried Glatzeder, begeistert das Publikum. Über 3 Millionen Zuschauer allein in der DDR. Komm doch nicht hier. Damals hatte ich wirklich das Gefühl, weil die Bauarbeiter und die Müllträger und die Straßenarbeiter mir hinterher riefen, Paul. Und da habe ich gelernt, dass wenn es bei denen angekommen ist, dann ist es etwas tiefer. Und auch der junge Christian Steyer erlangt mit seinem Kurzauftritt als treuloser Herzensbrecher ungeahnte Popularität. Da habe ich immer gestaunt, ja. Also nach diesem Film kannte man mich plötzlich
Überall. War so ein Schwarm, auch wegen dieser Widerborstigkeit, auch in der Optik. Also ich meine, er war einfach rein optisch nicht der angepasste junge Mann. Er sah anders aus, er sah flippig aus und sah nach Welt aus. Ich habe nur eine kleine Rolle gehabt, 4 Drehtage oder so, aber war dann dieser Kopf, das hat scheinbar Eindruck gemacht, ja. Seiner Lockenpracht verdankt Christian Steyer auch gleich sein nächstes DEFA-Engagement. Wieder spielt er einen Außenseiter und Frauenschwarm. Du hast so runde Knie jetzt. Alles rund. War nicht mehr wie früher. Bloß schade, du hast so eine komische Weltanschauung. Du bist ja so ein Dupp. Du glaubst sogar, was in der Zeitung steht. Hm? Besser als nichts. Du glaubst dir nicht mal selber, du Spinner. Das Verrückte ist, dass die Frauen davon sich auch angezogen fühlen, von solchen verspielten, verspinnerten Typen, obwohl sie ihnen dann letztlich nicht das geben können, was sie suchen. Für die Liebe noch zu mager heißt der Film von Bernhard Stephan. Heldin ist die selbstlose und fleißige Arbeiterin Susanne. Sie lernt nur langsam, auch um ihr ganz privates Glück zu kämpfen. In der Hauptrolle die damals 22-jährige Simone von Sklenitzky. Das waren Figuren, die für das Publikum naheliegend waren. Die kamen von ihnen selbst. Das waren Figuren, die sie nachempfinden konnten. Und insofern fanden sie auch die Geschichten schön und spannend und ihnen genehm. Mitten hinein in diese Hochphase des DEFA-Films platzt die Nachricht von der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Viele prominente Schauspieler, Autoren und Regisseure protestieren gegen diesen Willkürakt der SED-Führung. Vergeblich. Der Apparat antwortet mit Repressalien, Arbeits- und Auftrittsverboten. Etliche Künstler resignieren, reisen in den Westen aus. Auch DEFA-Superstar Manfred Krug. Von dem Tag an, an dem bekannt wurde, dass ich unterschrieben hatte, schwieg mein Telefon, das vorher immer bimmelte, weil mir Konzerte oder andere Arbeit angeboten worden war. Von diesem Tag an war dann plötzlich Ruhe. Wir drehten noch einen Film zu Ende. Haben Sie den Eindruck, dass die kulturelle Szene in der DDR düsterer wird, grauer wird durch das Ausreißen dieser vier? Düsterer und grauer ganz bestimmt nicht, aber sie wird ärmer. Die Leute waren traurig. Die kamen, wenn wir unsere Abende machten und sagten, wir sind so froh, dass Sie noch da geblieben sind. Alle gehen weg. Das kann doch nicht sein. So ergreifend, so simpel war das. Und sie haben so ein, das Publikum hatte so ein liebevolleres Verhältnis zu seinen Stars. Und die waren wirklich sehr traurig, dass Manfred wegging. Das hat sie also richtig erschüttert. Für die DEFA war der Weggang von einer ganzen Gruppe berühmter Schauspieler ein furchtbarer Aderlass. Ein Studio, das innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Jahre, auf Schauspieler wie Krug, Müllerstahl, Jutta Hoffmann, Angelika Domröse, Hilmar Thate, Winfried Glatzeder und viele, viele andere verzichten muss, das ist hart. Das waren doch nun einmal die Stars, die der DEFA auch ihr Gesicht gegeben hatten. Trotz der Ausreise vieler ihrer besten Schauspieler schafft es die DEFA, weiter bemerkenswerte und auch international erfolgreiche Filme zu produzieren. 1977 wird das von Frank Beyer gedrehte Ghetto-Drama Jakob der Lügner für einen Oscar nominiert. 1980 bekommt Renate Krössner auf der Berlinale in West-Berlin den Silbernen Bären als beste Darstellerin für ihre Arbeit in Konrad Wolfs Solo Sunny. Erneut das Porträt einer jungen, selbstbewussten Frau. Diesmal ist es die Sängerin Sunny, die in der maroden Kulisse Ost-Berlins versucht, ihren Traum zu leben. Ist ohne Frühstück. Was soll denn das? Deinetwegen bin ich extra nicht arbeiten hier. Ist auch ohne Diskussion. Das finde ich aber ausgesprochen unfreundlich. Warum hast du mich da mitgenommen? Wo ist denn das Klo? Eine halbe Treppe tiefer. Da ist der Schlüssel. Möchtest du einen Kaffee?
Was soll ich mit Kaffee? Immer haben die Frauenrollen den Film geprägt. Und da können wir jetzt, das war im Fernsehen so, das war im Kino so. Es hat, glaube ich, was mit dem Frauenbild der DDR zu tun, dass die starke Frau, die auf allen Gebieten etwas leistet, Beruf, Familie, Glück, Ehe, alles musste sie irgendwie wuppen. Die 80er Jahre. Es ist die Zeit der politischen Stagnation. Die greise SED-Führung verweigert sich aller dringend notwendigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformen. Die Ostdeutschen ziehen sich in ihre privaten Nischen zurück. Das spiegelt sich auch auf der Leinwand. Gute Filme sind ja oft auch Seismographen ihrer Zeit, also der Zeit, in der sie entstehen. Und ich glaube, dass der DEFA-Film in den 80er Jahren schon sehr deutlich darauf hinweist, dass mit dieser Gesellschaft DDR etwas im Argen liegt, dass da eine Agonie eingetreten ist, dass über dem Land eine Art Grauschleier liegt. Mit der Literaturverfilmung Märkische Forschungen liefert Roland Gräf einen Blick in die intrigante, von Zynismus und Selbstgefälligkeit geprägte Welt der DDR-Elite, die jeden Widerspruch unterdrückt und sich an ihre Privilegien klammert. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, das Wort zu ergreifen und unserem Geburtstagskind im Namen aller seiner Gäste... Verzeih, lieber Fritz, dass ich dich nicht gewähren lasse, aber ich befürchte, du wirst nur sagen können, was heute früh schon in der Zeitung gestanden hat. Meine Gäste haben aber nicht nur dieses, sondern dazu noch manche Zusatzinformationen verdient. Wer aber, frage ich dich, kennt dieses 50-jährige Leben so genau, dass er auch noch Intimes zum Nutzen aller ans Licht zu bringen imstande ist? Wer? Unser verehrter Herr und Meister. Genau diese Art loyale Herablassung, das hatten die, eine bestimmte Schicht von Bonzen und Machthabern und obere Etagen beherrschenden, so an sich so diese, so eine, wo man sagt, In Bürgschaft für ein Jahr spielt Katrin Sass eine junge, alleinerziehende Hilfsarbeiterin. Sie vernachlässigt die Kinder. Das Jugendamt droht ihr, das Sorgerecht zu entziehen. Ich hab's ja auch noch und ich dachte, du lebst ja nicht mehr. Wo warst du denn? Wo bist du denn abgeblieben? Ach, mir Rehchen, ja, wie eine Kleine. Ein bisschen blass siehst du aus. Ja, auch. Eine Frau, die trinkt mit den Männern. Die Kinder werden ihr weggenommen. Sie versucht, die wiederzukriegen, landet wieder in der Gosse. Also, das gibt's doch in der DDR gar nicht. Also, war schon erstaunlich. Erstaunlich, was wir da durchgekriegt haben. So, was ist denn los? Bitte, Nina, mach's doch nicht noch schlimmer. Frau Braun hat uns alles erzählt. Voll wie eine Natter. Los, komm hoch, komm. Sag mal, spinnst du? Komm, raus! Herr Müller. Bist du wahnsinnig? Guck mal, wie du aussiehst. Ich kann ohne meine Kinder nicht leben. Dass ich nicht lache. Ihr habt doch nur drauf gewartet. Ja, ich trinke, weil es mir schmeckt. Na und? Das war der Alkohol, das waren die Kinder, die ihr weggenommen wurden. Und sie hat ihr Leben weitergelebt, wie sie es wollte. Das war schon eine Figur, die ich aus mir herausholen arbeiten konnte. Viele DEFA-Regisseure sind der genormten DDR-Welt überdrüssig. Immer öfter wenden sie sich jetzt den Unangepassten, den Gebrochenen, den Außenseitern der DDR-Gesellschaft zu. Heiner Karo wagt sich 1989 mit Coming Out als erster DDR-Regisseur an das Tabuthema Homosexualität. Jahrelang hatte er für das Projekt kämpfen müssen. Widerstand gab es nicht nur im Kulturapparat, sondern auch bei der DEFA selbst. Der DEFA-Direktor. Also es gibt die Geschichte, dass er gesagt hat, ich bin nicht der erste Direktor eines sozialistischen Filmstudios, der einen schwulen Film produziert. Der hat ihn auch nie gesehen. Karos Hauptfigur ist, wie bereits viele DEFA-Helden vor ihr, Lehrer. Linientreu und engagiert. Dass der Film ausgerechnet diesem jungen DDR-Musterknaben ein Coming-out beschert, ist die eigentliche Provokation. Caro hat natürlich dann auf alles gesetzt. Das war natürlich auch so ein Punkt, den sie nicht wollten, dass ausgerechnet ein schwuler Lehrer gezeigt wird. Als der Film gedreht wurde, waren die ersten Demos. Es war ja total im Umbruch. Das tat dem Film, glaube ich, gut, diese Stimmung, dass man gemerkt hat,
es wird sich was ändern. Und irgendwie hat man auch das Selbstbewusstsein gehabt, die trauen sich nicht, sowas zu verhindern. Coming Out feiert am 9. November 1989 Premiere. Als die Lichter im Saal wieder angehen, steht die Welt vor der Tür Kopf. Die Mauer ist gefallen. Die DDR taumelt ihrem Ende entgegen und mit ihr die DEFA. Eine ihrer letzten Produktionen ist Jürgen Böttchers Dokumentarfilm Die Mauer. Das Gros der über 700 DEFA-Kinofilme entstand im Schatten dieser Grenze. Den besten von ihnen gelang es, das Lebensgefühl der Ostdeutschen einzufangen und Geschichten zu erzählen, die uns auch heute noch berühren können.